Herzlich willkommen, hallo ihr Lieben, zu unserem Hof Generation. Ja, diese Woche etwas später als geplant. Ich habe ja am Dienstag einfach mal so einen kurzen Rückblick gemacht, was denn bis jetzt passiert ist, dem Erik passiert ist. Ja, und heute bin ich euch aber trotzdem noch die achte Folge schuldig und die kriegt ihr natürlich heute auch noch. Ja, heute machen wir ein bisschen Feldarbeit. Wir steigen also ein jetzt in die Geschichte und es geht weiter. Ja, also ich habe letzte Nacht schlimme Träume gehabt. Mich lässt dieses Weg da drüben auf dem Feld einfach nicht los. Das ist furchtbar. Aber ich habe die Bilder, die ich mit der Drohne gemacht habe, die habe ich einfach mal der Polizei gegeben und hoffe, dass die damit irgendwas anfangen können, aber ich glaube es nicht. Ich glaube es einfach nicht. Aber um jetzt den Kopf frei zu kriegen, muss ich unbedingt das Feld jetzt hier machen und ich brauche Einnahmen. Ich muss verkaufen fahren. Ich habe ja schon was eingelagert. Ich sehe gerade, mein Grubber geht irgendwie nicht so richtig. Na gut, ich versuch's mal mit dem Fiat. Ansonsten muss ich zum Händler fahren und den Grubber dort, ja, umtauschen, weil irgendwas nicht funktioniert. Ach, wie mich das nervt alles. Das ist furchtbar, aber naja, gut. So, gut, dann lasse ich den jetzt einfach mal hier stehen. Fahr jetzt mal den Traktor beiseite und hol mal meinen alten Fiat. Ich habe da nämlich auch schon, also das ist eigentlich doof, es nervt mich eigentlich gerade, weil ich habe jetzt schon andere Reifen draufgezogen, also Pflegebereifung. Muss mal gucken, ob das jetzt hier gut wird. So, na dann starten wir mal rein in das ganze Geschehen hier. Und bitte, 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 bitte funktionier. Weil irgendwie entweder ist bei dem Zetor irgendwie mit der Aufhängung was nicht in Ordnung. Keine Ahnung. Der kruppert halt nicht. Also er geht nicht direkt in den Boden rein an vielen Stellen. Den haut es einfach hoch, ohne dass irgendwas gekruppert wird. Naja, dann wollen wir mal gucken. Ach gut, das funktioniert. Das funktioniert wenigstens. Gut, dann kann ich das Feld jetzt hier fertig machen. Heute wird es sehr umfangreich, meine Arbeit. Heute wird es viel, viel, viel Landwirtschaft sein. Viel, viel Feldbearbeitung. Und ich hoffe, mir kommt hier niemand und nichts mehr dazwischen. So. Jetzt wollen wir aber mal ein bisschen Gas geben. Und das Feld ganz schnell wegmachen. Oh, puh, das war jetzt ein Stück Arbeit. Hat jetzt ganz schön gedauert. Weil ich sag mal, gut, der Fiat hier ist jetzt einer der schnellste. Aber naja, gut, für den Zweck funktioniert es schon. Und ich bin froh, ich bin ganz, ganz froh, dass ich den jetzt hier am Hof gefunden habe, natürlich. Ja, so ist es nun, so ist es nun. Übrigens, kurz mal Real Talk. Wem das Projekt gefällt, wer mich unterstützen möchte, ganz kostenfrei, also wirklich ohne Geld, ohne irgendwas, aber was mir wahnsinnig hilft, läutet unten mal an der Glocke, lasst ein Abo da, das wäre cool, denn in naher Zukunft werden hier noch extrem mysteriöse Dinge passieren und die solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Damit ihr die nicht verpasst, Abo da lassen, Like da lassen. Vielleicht noch ein Kommi, das wäre cool. Ne? Einen schönen Kommentar unten drunter. Ja, und ansonsten einfach an der Glocke läuten. Dann verpasst ihr gar nichts mehr vom Erik. So, und jetzt steigen wir wieder in die Geschichte ein und schauen mal, was der Erik heute noch so macht.
So, also, wenn ich jetzt das Feld hier fertig habe, will ich mal was Neues versuchen. Und zwar leihe ich mir damit da mal beim Händler einen, also so ein Caddy aus. Und das nennt sich ja bei uns in Amerika, das machen wir schon lange, Precision Farming. Ne, das ist einfach Bodenbeschaffenheit, Mineralstoffe rausfiltern und so weiter und so fort. Und das will ich einfach, ich sag mal, das bringe ich gerade so von Amerika hier mit in diese Gegend. Ja, einfach mal gucken, wie hier der Boden so beschaffen ist und vor allem, was der Boden eigentlich so für Nährstoffe braucht. Ich glaube, dass das die Bauern hier rundherum alle gar nicht so, also ganz so machen. Das machen wahrscheinlich nur große Betriebe und die großen, beziehungsweise die kleinen Bauern hier machen das, glaube ich, gar nicht mehr oder haben es noch nie gemacht. Also ich glaube, wenn ich hier im Ort zu jemand gehe und sage, machst du Precision Farming, dann, naja gut, glaube ich mal, dass das keiner weiß, was das ist. Gut, aber ich mache das, ich will das einfach mal versuchen und ja, muss mir da aber die Gerätschaften ausleihen. Also ich werde mir das nicht kaufen, glaube ich. Ich brauche es ja nicht immer. So, okay, jetzt nur noch das Vorgewende und dann haben wir es doch schon geschafft. So, 2-3 Bahnen noch. Und mitten im Gebüsch steht mein Cedro. Ja, aber den werde ich zum Sehen werde ich den nehmen. Mal gucken. Ich muss mir ja überlegen. Also, ich habe ja in den Kommentaren gelesen, ich soll mal, also jetzt Real Talk, ne? Ich soll mal Kühe machen als erstes. Da ich ja drum gebeten habe, ne, oder einfach euch gefragt habe in den Kommentaren, was ihr euch so wünscht, habe ich mir da jetzt mal gedacht, dann gehe ich doch mal auf die Sache ein und fange mit Kühen an. Das heißt, ich brauche Silage, Mischfutter, Gras, Heu und diese Geschichten. Genau deswegen wäre ich wohl wahrscheinlich hier drauf Gras ansehen. So, jetzt habe ich das Ding hier mal geholt. Wollen wir mal gucken. Also heute ist der Verkäufer, der Händler ganz, ganz ja, freundlich zu mir gewesen. Aber naja, es ist sowieso, ist halt jeden Tag anders, ne? Gut, aber das Coole ist, das ist genau das gleiche Gerät, was wir in Amerika auch haben. Also ich kenne mich damit jetzt wirklich ganz gut aus. Und dann wollen wir mal gucken, was denn das hier für eine Bodenbeschaffenheit ist. Und ob Nährstoffe fehlen, Stickstoff und so weiter und so fort. So, na, gleich sind wir da. Das Ding fährt wenigstens schnell. Also ich hab halt gleich diesen Caddy hier mitgenommen. Wenn ich da jetzt mit dem Traktor dorthin tingel und wieder zurück tingel und es dauert ja alles Stunden. Ich habe hier nicht viel Zeit. Also ich will hier mal ein bisschen Gas geben. Aber naja, gut. So, wir müssen mal gucken, welchen Radius jetzt das Ding hat. Also wir müssen, ich mache auf alle Fälle hier und da mal ein paar Bohrungen, also an Vorgewänden auf alle Fälle und vielleicht da mittendrin mal sehen. So, ich klappe das mal aus und dann geht's los. So. Das muss ich hier drücken. Ist das gleich wie bei uns? Jo, ist genau gleich. Perfekt. So. Wollen wir mal sehen. Ich habe ja hier so ein Tablet, wo das eigentlich sofort schon gleich angezeigt wird. Mal gucken, mal gucken. Hier oben muss ich drauf gehen. Ah ja. Ah, perfekt, perfekt. Hat schon funktioniert. So, hat einen ziemlich großen Radius auch. Was ich da abdecken kann.
Vielleicht hier so. Ja, ich denke hier, das passt. Ich habe heute Nacht nicht gut geschlafen, weil mir das mit dem, dass meine Traktoren weg waren und jetzt dieses Weg auf dem Feld, das riesengroße, das lässt mich nicht in Ruhe. Mich lässt es einfach nicht in Ruhe. Dann sind hier so wenig Menschen, so wenig Leute. Jeder, wenn er hört Felder, die Familie Felder, Erik Felder, ist mir sofort, ja, wollen mich alle nicht. Vielleicht sollte ich einfach wieder nach Amerika zurückgehen. Ich weiß nicht. Ich glaube, das macht am meisten Sinn, wenn ich einfach wieder weggehe. Ich glaube, ich kriege das einfach nicht raus. Das Einzige, was ich habe, sind Bilder jetzt. Von irgendeinem Unfall, keine Ahnung. Das eine Bild sieht genauso aus wie das in dem Zeitungsschnipsel, was ich gefunden habe. So, wenn ich wenigstens die komplette Zeitung hätte. Das war ja so eine Tageszeitung, nehme ich an. Wenn ich das wenigstens hätte. Oder irgendein Schriftstück, irgendwas. Aber ich weiß nicht, ob das hier alles noch Sinn macht. Ob das alles Sinn hat, ich habe keine Ahnung. Also ich bin so ein bisschen mittlerweile irgendwie, habe jetzt lange mit meinem Vater nicht telefoniert. Gut, die haben Stress da drüben über den großen Deich, aber was sagt ihr? Sollen wir weitermachen, weiter recherchieren, rausbekommen, was hier war? Oder sollen wir einfach den Hof bewirtschaften, uns hier niederlassen? Oder soll ich wieder zurückgehen nach Amerika? Ich bin irgendwie da ein bisschen... So, jetzt gucken wir doch mal, was gebraucht wird. Also, pH-Wert ist hier ziemlich im Keller. Dann haben wir hier... Ja, ist alles nicht so gut. Also jetzt mal Real Talk, ne? Ihr seht unten bei der Feldinfo, was einfach gebraucht wird. pH-Wert zum Beispiel ist Kalk. Holt einfach Kalk, so wie ihr es jetzt hier seht. Und der pH-Wert steigt und wird gut. So, gut. Hab jetzt gleich mal so einen Streuer geholt, mir gekauft gleich, weil brauchst du ja sowieso immer. Und hat gleich mal ein bisschen Kalk, aber der Kalk, der geht ja hier raus wie Wasser. Das ist ja krass. Also ich schaffe definitiv nicht das ganze Feld, aber hier vorne war ja sowieso alles eigentlich in Ordnung. Da war ja der pH-Wert gut, ne? Und da ich Gras sehen will, passt das eigentlich. Ich mache jetzt das hier noch fertig, fahre dann noch ein Stück zurück. Ich fahre jetzt nicht extra nochmal zum Händler. Ich muss mir unbedingt mal einen Britschenhänger holen und dann, dass ich da immer so ein bisschen paar Paletten einfach draufstellen kann. Oder ich muss mal gucken, ob es hier sogar ein Kalklager gibt irgendwo. Na gut, dafür bräuchte ich ein größeres Anbaugerät, ne? Das ist klar. Okay, ne, hat mich ja weit gebracht. So, gut, okay. Dann stellen wir das Ganze mal hier ab. So, ich war jetzt nochmal kurz und schnell beim Händler und habe mir Saatgut geholt. Also, ich habe mich entschieden. Wir machen Kühe, definitiv. Habt ihr ja in die Kommentare geschrieben. Kühe. Wir machen ein paar Hühner dazu, weil die gehen schnell. Ne? Da brauche ich nicht viel. Und deswegen mache ich jetzt die erste Saat, die ich ausbringe. Endlich die erste Saat. Nach 8 Wochen hier sein, bringe ich jetzt mal, 8 Wochen sage ich, nach 8 Tagen, nach 8 Tagen Saat aus, und zwar Gras. Ich knall jetzt hier Gras drauf und schauen wir mal.
Ich muss mal gucken, wer mir Mischrationen machen kann. Also entweder ich bräuchte selber einen Mischwagen, aber die sind extrem teuer. Oder ich muss Mischrationen kaufen. Weiß ich gar nicht, ob es das hier gibt. Ich guck noch mal ganz kurz. So, jetzt hier ist alles perfekt. Genau. So, ja, oder ich kann halt nur erstmal Silo und sowas machen. Ja, ich muss mal sehen. Ich glaube, wenn ich hier bleiben will und wirklich nicht aufgebe, aber ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, schreibt es mir einfach mal unten rein. Aber wenn ich hier nicht aufgeben will, dann brauche ich definitiv Investitionen, damit der Hof läuft. Aber soll ich das machen? Soll ich es nicht machen? Ich bin zurzeit ehrlich gesagt ein bisschen ratlos. Vielleicht sollte ich mal mit meinem Vater telefonieren. Na, ist alles schwierig. Es ist ein bisschen Mist. Und ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ein bisschen Schisse, was hier noch so passiert. Aber na gut. So, die letzten Bahnen, sage ich mal, Vorgewende noch. Und dann habe ich es endlich geschafft für heute und habe erstmal Feierabend, weil dann ist hier alles fertig gemacht. Ich muss dann später noch natürlich düngen. Das mache ich dann aber mit dem Fiat und der Pflegebereifung, dass wir hier nicht alles platt fahren, beziehungsweise das Feld nicht ganz so sehr beschädigen. Und dann bin ich erstmal durch heute mit der Feldarbeit und Gott sei Dank kam heute kein Mist. Aber naja gut, ich hab's selber rausgefordert, jetzt muss ich damit klarkommen. Das Problem ist halt, ich bin eben hier auch komplett alleine. Also keiner ist da, der mir hier mal helfen kann. Naja gut, Erik, du wolltest es so, Erik, du wolltest es so. Es ist halt so, aber naja gut. Schön, dass die Autos hier warten. Ich fahre hier mal schnell weg. So. Oh, hab hier am Rand ein bisschen was stehen lassen. Geht ja gar nicht. Also ich liebe sauberes Arbeiten. Deswegen ging das, was jetzt hier gerade war, dass da noch so ein bisschen ein Rand übrig bleibt, eigentlich gar nicht. Aber ich bin auch jetzt müde. Ich bin froh, wenn ich jetzt fertig bin, muss ich echt sagen. Und mich erstmal hinhauen kann und wie gesagt, später dann, später... durch noch ein bisschen düngen und machen und tun und dann werden wir mal sehen. So, haben wir noch kurz ein bisschen Real Talk. Also, in der nächsten Folge... seid da schon mal gespannt drauf. In der nächsten Folge passiert etwas wahrscheinlich Unvorhergesehenes. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, ne, dann abonniert einfach unten nochmal, Leute, die Glocke. Und ansonsten, ihr Lieben, sind wir jetzt soweit fertig. Heute war halt viel... Oh, Gottes Willen, hier fallen meine Flaschen um. Heute war halt viel Feldarbeit, das muss natürlich in einem Landwirtschaftssimulator auch mit dabei sein, das ist ganz wichtig. Ja, und wie es weitergeht nächste Woche und was eigentlich nächste Woche richtig passiert mit dem Erik,
das seht ihr am Dienstag. Seid einfach dabei, schaltet wieder ein, würde mich freuen. Hinterlasst einen Kommentar. Ich liebe es, Kommentare zu lesen. Bis dahin, ihr Lieben, macht's gut. Tschüssi und ja, kommt auch mal bei Erlenkraut vorbei am Sonntag. Ciao.